Guten Abend. Wir begrüßen Sie zum Forum zum Thema Krieg und Frieden. Mein Name ist Peter Wahl und ich moderiere heute. Einige der Älteren unter Ihnen werden mich vielleicht kennen, weil ich sehr involviert gewesen bin bisher in Attac. Aber ich soll heute nicht das Thema des Forums sein. Bevor wir nun anfangen und die Frage nach der Übersetzung klären, das ist genau das gleiche Vorgehen wie bisher. Wir hier vorne auf dem Podium werden zusammen mit unseren zugeschalteten Gästen auf Englisch sprechen. Es gibt eine Ausnahme. Wir haben einen deutsch sprechenden Menschen hier. Ich werde nun die Sprecherinnen und Sprecher vorstellen. Karia Kronberg aus New York. Kannst du mich hören? Es gibt dort leider ein Problem mit der Internetverbindung. Taya Kronberg kommt aus Finnland und arbeitet in Stockholm am Internationalen Institut für Friedensforschung, SIPRI. Sie ist außerdem ein Mitglied der Verhandlungen im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags und das ist der Grund, warum sie gerade in New York ist. Sie wollte eigentlich in Person hierher kommen, aber dann ist sie Teil der Delegation geworden, die nach New York gereist ist. Ich hoffe, dass es noch möglich sein wird, die Internetverbindung wiederherzustellen. Unsere zweite Teilnehmerin ist tatsächlich hierher gekommen, Sarah Mehdi-Jones. Sie kommt aus Großbritannien, ist dort Direktorin der Kampagne für nukleare Abrüstung. Wenn das Problem mit Taya anhält, dann wird Sarah als erstes sprechen. Und hier Juri Schiljaschenko, der gerade in Kiew ist und dort lehrt an der Kiewer Universität. Und der ist Mitglied der pazifistischen Bewegung in der Ukraine. Und er sagt, man kann nicht über Krieg und Frieden sprechen, wenn man nicht auch über Pazifismus spricht. Das fängt an bei Kant, Victor Hugo und geht aber bis ins Heute. Und wir sind sehr glücklich, dass auch du aus Kiew hier bei uns in Mönchengladbach sein kannst. Danke für die Einladung. Und zu guter Letzt gab es hier eine kleine Veränderung im Programm. Claude Zerfati, der eigentlich hätte hier sein sollte, musste kurzfristig absagen. Und deswegen haben wir jemanden gefunden, der ihn nicht nur als Notfall ersetzt, sondern jemand, der sehr involviert ist in dem Thema Krieg und Frieden. Und das ist Herr Appel, der Präsident ist der Radikaldemokratischen Stiftung in Bonn. Das ist noch ein Erbe, der er stammt aus der sozialliberalen Bewegung in Deutschland. Und heutzutage ist er Mitglied der Grünen. So, das sind unsere Sprecherinnen und Sprecher. Aber bevor wir anfangen, möchte ich noch zwei Sätze sagen zum Kontext, in dem wir dieses Thema nun besprechen. Der Krieg
der nah ist zu uns. Das ist ein extremes und besonderes Ereignis, der alles verändert. Die humanitären Kosten, das Brechen internationaler Gesetzgebung. Deswegen ist das ein sehr emotionales Thema auch. Es ist überhaupt ein Umgang mit Kriegen seit 1914, dass Krieg immer wieder Bewegungen und Parteien gespalten hat. In 1914 hat die Sozialdemokratie für den Krieg Krieg gestimmt und mit einer kleinen Sektion, die sie dagegen gestimmt hat, unter Karl Liebknecht. Und in Russland gab es nur eine Partei, die danach gab es eine große Spaltung in der Arbeiterbewegung, in der linken Bewegung, der historische Auswirkungen hatte über viele Jahrzehnte und eine lange Zeit hinweg. Das hat also einen großen Einfluss, dieser Bruch. Wieso erwähne ich nun diese historischen Hintergründe? Heutzutage mit dem Krieg in der Ukraine ist es eine vergleichbare Situation. Die unterschiedlichen Denkbewegungen in der Linken haben wir nun ja schon gesehen, dass es in der Vergangenheit zu Spaltung gekommen hat, und heute hier und in der nahen Zukunft müssen wir aufpassen, dass diese Spaltungen uns nicht wieder auseinandertreiben und dass wir stattdessen zusammen diskutieren, um unsere Einheit zu bewahren und unsere Gemeinsamkeiten zu sehen für eine gemeinsame, friedvolle Zukunft. Vielen Dank. Und da nach wie vor. Sie ist. Wir können dich hören, Taya. Wunderbar. Herzlich willkommen. Wir sind uns sehr froh, dass es noch geklappt hat, trotz der technischen Probleme. Ich habe dich bereits vorgestellt. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das jetzt nicht noch einmal tue. Und ich starte jetzt direkt die Runde mit dir. Taya, meine Frage an dich. Du bist in New York als Teil der Delegation im Atomwaffensperrvertragsgespräch. Kannst du uns kurz in 5 Minuten sagen, was die Essenz dieser Diskussion ist? Zunächst einmal der internationale Atomwaffensperrvertrag, stammt noch aus den 60er Jahren und hat etwas zu tun mit Verhandlungen zwischen den USA und Russland. Es ist ein Eckstein der nuklearen Ordnung und es gibt grundsätzlich 5 Ländern dabei das Recht, Atomwaffen zu besitzen. Und das sind Russland, China, Frankreich und die USA. Dieser Vertrag wird Atomwaffensperrvertrag genannt und soll verhindern, dass andere Waffen überhaupt in den Besitz von Atomwaffen gelangen können. Aber es sollte auch um Ausrüstung gehen, dass es zu einer atomwaffenfreien Welt überhaupt kommt.
Es geht also nicht nur darum, die Weiterverbreitung zu verhindern, sondern auch eine Abrüstung zu befürworten. Das wurde aufgesetzt in den 1970er Jahren. Und was wir gerade nun in New York dazu machen, und die Konferenz dauert an über den ganzen August nun. Putin hat uns eine Nachricht geschickt. Und das mündet in einem gemeinsamen Dokument zur nuklearen Ordnung. Was nun passiert? Auf der einen Seite viele Diskussionen und starke Konflikte. Es ist sehr selten, dass nukleare Bedrohungen tatsächlich im Raum stehen während diesen Verhandlungen. Trump hatte damals Nukleardrohungen gegenüber Nordkorea. Aber in diesem Moment sind wir tatsächlich unsicher, ob Russland tatsächlich Atomwaffen einsetzen würde. Der Einsatz von Nuklearwaffen ist in dieser nuklearen Ordnung verboten, es sei denn, es geht um die Verteidigung des Landes selbst. Und jetzt gerade wird debattiert in New York, ich hoffe, dass ihr mich gut hören könnt, trotz der Verbindungsprobleme. Jetzt gerade findet diese Debatte statt, ob in diesem Report, der am Ende der Tagung steht, Russland verdammt werden sollte. Und China, Indien und viele der afrikanischen Länder wollen aber diese Kritik an Russland nicht mittragen, weil sie sagen, dass auch andere Länder ähnliche Bedrohungen aussprechen. Deswegen gehen wir nicht davon aus, dass es besondere Verdammungen der russischen Seite geben wird. Okay, vielen Dank zur nuklearen Sache. Gibt es denn andere Fortschritte, wenn wir auf die politische schauen, diesen Krieg zu beenden? Und wie könnte das aussehen und wie können wir diese diplomatischen Lösungen irgendwie unterstützen? Zunächst ist es wirklich schwer, sich gerade vorzustellen, dass weder die ukrainische noch die russische Seite anfangen würden, Verhandlungen zu führen. Beide Seiten denken gerade eher daran, mit militärische Fortschritte zu erzielen. Auf der russischen Seite gibt es viel mehr Mittel durch die Erlöse aus Gas- und Ölverkäufen. Und auf der ukrainischen Seite gibt es Materialzuwächse durch die Unterstützung der westlichen Staaten. Deswegen sehen wir nicht das Problem, dass eine der Seiten durch ökonomische Probleme in Schwierigkeiten geraten könnte. Mhm.
Und deswegen ist es gerade sehr schwer für die europäische Seite oder auch für die chinesische Seite, zu Verhandlungen zu führen, weil es dort keine Führungsposition geben würde, die dies initiieren könnte. Die einzige Nation, die dies leisten könnte, wären die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir suchen gerade nach einer Initiative, die das leisten könnte, diese Friedensverhandlungen zu initiieren. Das könnten aber nur die Vereinten Nationen sein. Aber es gibt dort leider gar keine Vorschläge für Verhandlungen oder Verhandlungslösungen. Ich denke, was ihr als Friedensbewegung gerade tun könntet, ist, nach diesen Lösungen zu fragen und zu diese einzufordern. Vielen Dank, Taya. Wir kommen später zu dir zurück in einer zweiten Runde. Ich wende mich nun an Juri, der in Kiew ist, um nochmal eine neue Perspektive einzubringen. Meine Frage ist die folgende. Very important one, the Frank. Eine sehr wichtige deutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ist in Deutschland sehr bekannt und hatte etwas veröffentlicht, und zwar Umfragen in der Ukraine, Meinungsumfragen. Wie viel Prozent der Ukraine bereit wären, Frieden einzugehen gegen Landverlust? Sie würden also sofort aufhören zu schießen, selbst wenn sie dafür Boden verlieren. Meine Frage jetzt hier als Pazifist: Gibt es in der ukrainischen Gesellschaft Mächte oder Bewegungen, die uns alle, die davon überzeugt sind, dass militärische Erfolge oder der militärische Erfolg Russlands, also den Donbass und die Krim-Region zu gewinnen, dass diese Erfolge nicht realistisch sind? Siehst du auch so, dass diese Tendenz, die in den Meinungsumfragen schon abgebildet wird, dass die stärker wird? Die Menschen, die in der Ukraine nach Frieden rufen, sind meistens Menschen, die unterdrückt sind. Nur ein Beispiel. Eine junge Frau zum Beispiel, die das erste Mal in der Gesellschaft mehr Rechte hat. Sie hatte sich geäußert und wurde dann aus der Universität ausgeschlossen. Menschen, die andere Ansichten vertreten, dürfen in der Ukraine nicht studieren, dürfen an dieser Universität nicht studieren. Und das ist etwas, das Menschen einfach so zustoßen kann. Und für Menschen des öffentlichen Lebens sind diese Risiken noch höher. Manche möchten lieber starke Führung statt Demokratie. Manche sagen, wir möchten dringend Frieden. Nur die Kriegstreiberei des Präsidenten Zelensky und seine Partei tragen hier in die andere Richtung zu bei. Und die Kirchen in der Ukraine und Russland rufen ebenfalls nach Krieg und nicht nach Frieden. Es sind nur externe Mächte, die jetzt hier etwas ändern könnten, die sich mehr für Demokratie einsetzen könnten. Und es gibt die Meinung der umliegenden Länder sind auch etwas, was hier wesentlich zum Geschehen in der Ukraine beiträgt. Es gibt diese unrealistische Idee eines Sieges. Und es gibt all die EU, NATO und all diese anderen Institutionen, die eine Überlegung haben. Und dann gibt es aber in der Ukraine Menschen, die sich gegen die Oppression wenden und Russland mit eigenen Zielen. Und all diese verschiedenen Absichten führen dazu, dass der Krieg immer weitergeht. Sie kämpfen, um absolute Macht zu gewinnen.
für industrielle und finanzielle Mächte. Okay. Sollte ich wiederholen, was ich gesagt habe? Nee. Denke, das meiste ist rübergekommen, die meisten Deutschen haben verstanden, was hier passiert. Also, bitte weiter, aber etwas langsamer. Wenn man Frieden möchte, dann sollte man ihnen keine Waffen verkaufen. Dann sollte man ihnen Leute mitgeben, die neue Ideen haben. Wir brauchen Menschen, die arbeiten. Zivilisten. Menschen, die nicht gewalttätig sind. Wir brauchen Möglichkeiten, selber weiterzukommen und die Mittel dazu. Jetzt gerade geht es hier nicht nur um Ukrainer und Russen, sondern es geht um ganz Europa, denn die gesamte europäische Bevölkerung hat jetzt teilweise keinen Zugang zu Mitteln, die wesentlich ist. Was wir brauchen, ist die Möglichkeit einer öffentlichen Meinung, Medien. Wir brauchen eine wirkliche Diskussion um diese Werte. Wir können uns den Zynismus, der hier teilweise vorherrscht, einfach nicht leisten. Und wir brauchen hier einfach mehr Freiheit. Wir haben schon vor 150 Jahren einen Schriftsteller, der sagte, dass damals das Verteidigungsministerium eben nicht Verteidigungsministerium, sondern Kriegsministerium hieß, aus gutem Grund. Und dann gibt es Bücher, wo es Ministerium von Liebe und Frieden gibt, wie bei George Orwell. Und dann gibt es in diesem Falle zum Beispiel das dritte Kapitel, wo er schreibt, Krieg ist Frieden. Orwell hat manche Dinge schon vorausgesehen. Und er hat erklärt, warum sie es in diesem Falle schaffen, einen ewig andauernden Krieg als Frieden darzustellen. Viele Menschen verstehen jetzt, dass die Ukraine sich in diesem Krieg befindet und dass das ein Desaster ist. Es gibt Online-Petitionen, die sich an Präsident Zelensky wenden und für Verhandlungen sind. Es gibt 10.000 Unterschriften da. Und Präsident Zelensky hat darauf geantwortet und einfach nur mit den Schultern gezuckt und das Ganze abgetan. Er möchte mehr Menschen, die sich in diesem Krieg engagieren. Es gibt jetzt viele Menschen, die sozusagen auf Standby sind und jederzeit einberufen werden könnten. An den Grenzen können manche Menschen nicht mehr ausreisen. Viele Menschen haben nicht mehr das Recht, wegzureisen, weil sie für die Armee eingezogen werden könnten. Und diese Entscheidung kann jetzt auch auf manche Frauen ausgeweitet werden, je nachdem, welchen Berufen sie nachgehen. Jetzt werden also sozusagen auch die Frauen gezählt. Jetzt werden Listen geschrieben, wer aktiv mitkämpfen kann. Und das ist einfach schwierig, denn die jetzige Verfassung lässt eigentlich nicht zu, dass Menschen zwangsweise eingezogen werden. Und es ist auch unter internationalen menschenrechtlichen Gesetzen nicht zulässig. Menschen wurden gerade verurteilt für 3 oder 4 Jahre Gefängnis. Es gibt bis zu 5 Jahre Gefängnis, weil sie versucht haben zu desertieren, bevor sie eingezogen werden. Es gibt also Gefängnisstrafen zwischen 1 und 5 Jahren, weil Menschen gesagt haben, sie wollen nicht kämpfen. Es können Menschen jederzeit auch eingezogen werden, jederzeit in bestimmte Zentren gerufen werden und sich bereit machen müssen. Manche müssen also unter strengster Beobachtung in bestimmten Gegenden sein, weil die Autoritäten gesagt haben, sie könnten sonst fliehen wollen. Ich hoffe, dass in der Zukunft mehr Menschen in Russland, Belarus und in der Ukraine keine Waffen nutzen wollen.
Es gibt viele Kriegsaktivisten überall in diesen Ländern. Sie sprechen über ihre Einstellung zum Krieg und können dafür vom Staat schwer bestraft werden. Ihr habt über deutsche Zeitungen gesprochen. Aber ihr müsst auch verstehen, wie das hier ist. Bei uns stellen sich ähnliche Fragen, aber in einem anderen Kontext. Hier ist es schwer, unabhängig kritisch zu sein. In bestimmten Gruppen glauben 60% der Befragten, dass die Ukraine im Krieg alle verlorenen Territorien zurückgewinnen wird. Auch den Donbass und die Krim. Nur sehr wenige. 14% sagen, nur 14% sagen, dass die Ukraine dieses Territorium zurückbekommen wird. Und diese Meinungsumfragen sind in Demokratien auch von Bedeutung. Denn Worte, Meinung, ein öffentlicher Diskurs hat keine Bedeutung mehr, wenn die Opposition unterdrückt wird. Wir haben jetzt ein absolutes Vertrauen in die Armee und Vertrauen absolut in die Führungskräfte. Es gibt nur wenige Prozent der Ukraine, der Bevölkerung, die eine andere Führung hätten, wohingegen über 50% den Präsidenten unterstützen. Teilweise hat er ähnliche Ergebnisse in den Meinungsumfragen erzielt wie Putin in Russland. In Kiew hat das Internationale Institut für Soziologie eine Umfrage durchgeführt. Und 50% der Befragten sagen, dass die Ukraine eher eine starke Führungskraft braucht, als es eine starke Demokratie braucht. Und sagen, dass der Präsident in Kriegszeiten mehr Macht haben sollte. Eine große Anzahl der Befragten sagt, dass die Regierung die Macht haben sollte, Gesetze zu brechen, um damit einen Sieg herbeizuführen. Menschen glauben an Frieden, aber sind der Meinung, dass in einem Krieg einfach Macht gebraucht wird, um siegen zu können. Es gibt Es ist so, als würde man sagen, dass Kannibalismus wesentlich wäre und versuchen, ihn durchzusetzen und das mit Meinungsumfragen festzustellen. Es gibt jetzt Umfragen, in denen sich mehr Menschen für den Kannibalismus in Zeiten der Nahrungsknappheit einsetzen als für die Demokratie. Wir haben stark zu kämpfen mit diesem Militarismus, der gerade alles unterdrückt. Deswegen ist eine demokratische Bildung für Bürgerinnen und Bürger so wesentlich. In Russland werden sowjetische Ansätze aufrechterhalten durch die Bildung. Es gibt eine Wehrpflicht und die Zivilisten werden in den Schulen schon dazu ausgebildet, eines Tages in der Armee sein zu können. Teilweise werden diese Maßnahmen von der NATO unterstützt. Und es wird anerkannt, eigentlich, dass alle Menschen das Recht haben, sich dem Krieg zu enthalten. Aber jetzt gab es einen offenen Brief von Menschen, die versuchen, die Menschenrechte zu verteidigen und die sagen, Mensch, ich unterstütze diese Menschenrechte. Die Dolmetscher entschuldigen sich, aber sie haben mit Tonproblemen zu kämpfen. In den Dimensionen, über die wir hier sprechen, How we will achieve peace through knowledge of nonviolent way of life. Yeah, Yuri, you will have the opportunity to speak again in the next round. Thank you very much. This was a perspective from Ukraine. Which was quite.
Dankeschön, Juri. Du kannst in der nächsten Runde weitersprechen. Das war jetzt eine andere Ansicht, als wir so in unseren Medien bekommen würden. Vielen Dank. Wir kommen in der nächsten Runde nochmal auf dich zurück und bleib bitte in der Verbindung auch drin. Wir sprechen nachher nochmal mit dir. Ich möchte jetzt gerne mit unserer Freundin aus dem Vereinigten Königreich sprechen, Sarah Mady Jones. Wenn wir uns die Anatomie dieses Krieges anschauen, dann können wir sehen, dass es das erste Mal in der Geschichte der Menschheit ist, dass eine nukleare Supermacht, in diesem Falle Russland, einen Krieg mit einem Nachbarland angefangen hat. In vergangenen Kriegen der USA, in Korea, im Irak, in Afghanistan, all diese Kriege waren zehntausende Kilometer von dem kriegsführenden Land entfernt. Und hier haben wir eine neue Situation. Und ich frage mich, ob diese Kombination, die nukleare Supermacht in Kombination eben mit einem Krieg an der eigenen Grenze etwas Neues ist, ob das einen Unterschied macht und was die Konsequenzen davon sein könnten. Dankeschön. Bevor ich zu diesem Thema etwas sage, möchte ich nur einmal für die Einladung danken zu dieser Europäischen Sommeruniversität. In dieser noch nie so dagewesenen Krise denke ich, dass es nichts Wichtigeres gibt als Zusammenarbeit. Sich treffen, sich verstehen und sich öffnen für neue Ideen, für neue Ansätze. Und ich bin der Meinung, dass das die Idee auch bei diesem ganzen Wochenende ist und ich danke für die Einladung und freue mich über dieses Treffen. Und anders als was 52% der Bevölkerung Großbritanniens gesagt haben, bin ich sehr glücklich, Europäerin zu sein. Ich freue mich, mit anderen zu sprechen, bin der Meinung, dass es wichtig ist, voneinander zu lernen. Dass das eine Art ist, wie wir die Welt verbessern können. Ich arbeite jetzt als Direktorin der Kampagne für den Waffenabbau, für die nukleare Abrüstung und wir gehen vor gegen Nuklearwaffen. In den letzten Monaten haben wir allerdings andere Schwerpunkte gehabt. Wir haben viel Zeit damit verbracht, Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine zu organisieren. Wir haben versucht zu verstehen, was dort passiert. Zu Beginn dieses Konfliktes ist uns etwas klar geworden. Wir haben gesehen, dass viele Menschen sich Sorgen machen, dass dieser Krieg ein Nuklearkrieg werden könnte. Und ich muss an dieser Stelle sagen, dass wir einem Nuklearkrieg in den letzten Jahrzehnten nicht so nah waren wie heute. Wir wurden gerade erst gewarnt, dass wir nur einen falschen Gedanken von einem Nuklearkrieg entfernt sind. Es gibt diese Politik, die uns in diese Richtung des Krieges bringt und es gibt sehr viele Menschen auf der Welt, die sich damit befassen, was passieren könnte, wenn diese furchtbaren Waffen genutzt werden. Was wir also sehen, ist die internationale Gemeinschaft, die irgendwas tut und in die Richtung dieses Krieges ein wenig abdriftet schon fast. Es werden unglaubliche Summen für diese Waffen ausgegeben, die das Ende der Welt herbeiführen können. Und bis jetzt war es einfach nur Glück, dass seit 1945 keine Atomwaffen benutzt wurden. Es wurde aber auch gesagt, dass Glück keine Strategie ist. Wir können nicht auf unser Glück vertrauen, um uns vor den Folgen dieses Krieges zu schützen. Wir können nicht auf Glück hoffen, dass es keinen Nuklearkrieg gibt. Und zum einen muss ich jetzt hier sagen, dass die Ukraine und Russland Nachbarn sind, wie wir gehört haben, und dass das vielleicht einen Unterschied macht. Man würde meinen, dass diese direkte Nachbarschaft einen Nuklearkrieg unwahrscheinlicher machen würde, denn die Strahlung hält sich ja an Grenzen nicht auf. Sie würde sich immer weiter verbreiten. Ich denke aber, der wichtigste Aspekt dieser Frage ist die nukleare Dimension im Allgemeinen. Denn ein Nuklearkrieg hier würde zwischen Russland und der NATO geführt werden. Sie haben 12.000 Nuklearwaffen, beide davon zusammen. Manche davon sind 100-mal so stark wie die Hiroshima-Bombe. Die Waffen, die die NATO in einem Nuklearkrieg nutzen würde, befinden sich schon in Europa. Und das bedeutet auch, dass erste Ziele Russlands sich hier auf dem europäischen Kontinent befinden würden. Fast 200 der Nuklearbomben werden in Deutschland gelagert, in Buchenwald, in Deutschland, in Belgien, in den Niederlanden, in Italien und in der Türkei. Länder, die diese Waffen
beherbergen, ist eine schöne Art, das zu sagen, können hier nicht immer mitreden. Es gibt den Deutschen Bundestag, der sich dafür eingesetzt hat, dass diese Atomwaffen aus Deutschland entfernt werden, weil sie hier nicht gelagert werden sollen. Diese Situation ist sowieso schon schwer und jetzt bringt die USA noch mehr Nuklearwaffen auf diesen Kontinent und möchte auch welche in Großbritannien lagern. Manche dieser Bomben sollen sogar noch stärker gemacht werden. Und dieser Anstieg der Kapazitäten der NATO, einen Krieg auch in Europa zu führen, führen zu einer Destabilisierung der Lage. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, mit Russland in Verhandlungen zu starten. Ich werde gar nichts zu tun, als wäre das nicht der Fall. Aber wir müssen uns wirklich mit dieser nuklearen Frage befassen. Die Strukturen, die es gibt, um nukleare Spannung auch abzuschwächen, sind vor allem internationale Abkommen. Es gibt verschiedene Abkommen, die schon existieren, um diese Spannung abzuschwächen. 2010 wurde New START unterschrieben. Das war ein Abkommen, das zwischen Russland und den USA mehr Vertrauen schaffen sollte. Und Russland hat erst letzte Woche angefangen, dieses Abkommen noch einmal genauer zu untersuchen, hat aber letzte Woche ein Statement veröffentlicht und gesagt, wir werden uns an dieses Abkommen halten. Daran können wir uns jetzt aber nicht festhalten. Wir müssen zu diesen Themen weiter verhandeln. Unsere erste Rednerin war aus New York dabei und sie hat auch über ein anderes Abkommen gesprochen. Es gab diesen Atomwaffensperrvertrag. Und es geht jetzt darum, einfach diese nuklearen Spannungen abzuschwächen. Auch wenn wir den Krieg nicht über Nacht beenden können, könnten wir doch diese Gefahr vielleicht abschwächen oder aus der Welt schaffen. Ich weiß, dass in der Ukraine gerade furchtbare Dinge geschehen, aber wir müssen jetzt vor allem anfangen, uns mit dieser nuklearen Bedrohung zu befassen, weil wir sonst ein ganz neues Niveau von Desaster erreichen. Mit wem arbeite ich also? Wir haben mit Menschen überall auf der Welt gesprochen und an den Jahrestag des Bombenabwurfs in Nagasaki gesprochen. Wir haben über Dinge gesprochen, die wir vielleicht nur aus Schulbüchern kennen von vor langer, langer Zeit. Aber wir müssen uns daran erinnern. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir die Folgen kennen, die nukleare Kriege haben können. Wir müssen uns vorstellen, was das heutzutage heißen könnte. Nuklearkrieg bedeutet hunderttausende Menschen, die sterben würden. Wenn nur einige wenige nukleare Sprengsätze explodieren, haben wir Hunger in einem Ausmaß, den wir so noch nicht kennen. Wir müssen uns bewusst machen, was schon einige wenige dieser Bomben für verheerende Folgen haben würden. Und wir haben gesehen, dass sich diese Situation teilweise verbessert hat. Wir haben gesehen, dass manche dieser Waffen entschärft wurden. Dass insgesamt weniger Sprengsätze existieren, dass sie weniger stark werden. Und jetzt sehen wir aber, dass mehrere Supermächte sich daran machen, die Stärke dieser Sprengsätze wieder zu erhöhen. Modernisierungen, die stattfinden, die diese Waffen wieder gefährlicher machen, noch gefährlicher machen. Und Menschen, die versuchen, die Nutzung dieser Waffen wieder vertrauter zu machen. Trump hat viel dazu gesagt, zum Nutzen von nuklearen Waffen, von Atomwaffen. Die Idee war eigentlich ja immer, dass diese Waffen nicht benutzt werden, dass diese Bedrohung einer gegenseitigen Vernichtung abschreckend genug wäre. Aber diese Idee wirkt inzwischen nicht mehr. Wenn wir in so realistischen Worten über die jetzige Lage sprechen und überlegen, was kann so eine Bombe ausrichten, dann bedeutet das, dass diese Abschreckung allein nicht mehr genug ist. Es funktioniert einfach nicht mehr so. Wir wissen, dass diese Entwicklung schon vor der Invasion in der Ukraine begonnen hat, aber wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass sich die einzelnen Positionen verhärten und dass diese Entwicklung sich beschleunigt. Ich glaube, dass der Krieg in der Ukraine die Dimension hier noch einmal verschoben hat. Die Verhandlungen, die irgendwann kommen müssen, wenn wir diesen Krieg beenden wollen, und wir hoffen natürlich alle, dass diese Verhandlungen bald kommen, ohne dass wir vorher einen Armageddon sehen, ist
dass wir jetzt einmal die Chance nutzen müssen, um neu zu überlegen, was Frieden für uns bedeutet, was Sicherheit für uns bedeutet. Wir haben gesehen, dass nukleare Waffen alleine einen Krieg noch nicht beenden. Wir haben gesehen, dass sie stattdessen einen Krieg noch viel gefährlicher machen können. Und es gibt keine Möglichkeit, sich auf einen Atomkrieg vorzubereiten. Das Einzige, was wir tun können, ist, ihn zu verhindern. Und das müsste eine wesentliche Aufgabe sein, denn mit einer derartigen Menge an Waffen in beiden Fraktionen müssen wir alles tun, um diesen Krieg zu verhindern. Dankeschön. Vielen Dank, Sarah, dass du da nochmal auf dieses Problem hinweist. Das scheinbar kaum behandelt wird in den hauptsächlichen Narrativen dazu. Wir sollten uns bewusst werden, dass das ein Problem ist, das nicht nur die Ukraine betrifft, sondern die Menschheit. Ich komme nun zu einem mehr konkreten Teil unserer Diskussion und ich möchte Roland Appel vorstellen. Er hat vor kurzem in einem Artikel dazu geschrieben, dass weder die EU, dass die EU keine Austrittsstrategie hat für diesen Krieg. Und wie könnte so eine Austrittsstrategie ausschauen? Ein Wort dazu, warum ich hier sitze. Hinter dieser radikaldemokratischen Stiftung, die Peter genannt hat, steckt nichts anderes als das Netzwerk, das bundesweite Netzwerk ehemaliger Jungdemokratinnen, Junge Linke, die heute in 4 Parteien zerstreut sind, aber vor allen Dingen auch außerparlamentarisch arbeiten. Ich habe in den 70er Jahren angefangen, bei den Judos Politik zu machen und gelernt, dass Basisarbeit wichtiger ist als die Parlamente. Und ich kann bis heute sagen, ich bin jetzt 68, das hat sich bestätigt. Das ist nicht so ganz entscheidend, was da ist. Wichtig ist, dass die Parlamente und die Parlamentarier Druck von unten und von außen bekommen. Und dazu ist notwendig Solidarität. Und da komme ich zum ersten Punkt, der für mich so in der Wahrnehmung nach diesem Putin-Angriff, den auch ich als Zivilisationsbruch empfunden habe, als Bruch von Versprechungen, die wir mal in Europa hatten. Aber ich sehe auch, dass da welche mitgewirkt haben vorher, dass es Ursachen gab. Aber ich sehe leider eine Form von Militarisierung auch unserer Gesellschaft. Das beginnt, ich weiß nicht, wer von Ihnen sich manchmal antut, Politiksimulationen, nenne ich die immer, sogenannte Talkshows zu gucken, in denen immer eindeutige Fronten da sind und wir natürlich auf der Seite der Ukraine stehen und der freien Welt und alles trulala ist. Ich habe erlebt inzwischen, ich weiß nicht, wer das weiß, dass Alice Schwarzer, die einen, finde ich, sehr gemäßigten Appell unterschrieben hat, mit anderen zusammen, Professor Warwick und andere, die gesagt haben, Leute, denkt mal nach, ob man nicht auch an Verhandlungen denken muss. Die ist inzwischen von der Ukraine auf eine internationale Liste von Personen, die Putins Meinung dienen, gesetzt worden. Das sind für mich alles Methoden, die ja, die gehen an die Substanz unserer Demokratie. Und ich bin ursprünglich nicht Friedenspolitiker, sondern Bürgerrechtler. Deswegen sorge ich mich auch um unsere innere Verfasstheit, die diese neben der sozialen Spaltung, die wir ja alle gerade an den Gaspreisen und allem ablesen können, die Rückwirkungen auf unsere Gesellschaft hat. Und deswegen, das ist für mich ein Grund, den man nicht vergessen darf, wenn man über diesen Krieg nachdenkt, über seine Ursachen und über die Frage, ihn zu beenden. Ich stimme in der Analyse völlig dem zu, ich teile das hundertprozentig, was Daria gesagt hat, dass in den USA ein wichtiger Schlüssel, ein machtpolitischer Schlüssel liegt. Ich sehe aber gleichzeitig, und da komme ich zu meiner Kritik an der EU und der Bundesregierung zurück, den Peter gefragt hat, dass es überhaupt keine Klarheit gibt. Erstens,
Wo will dieser Krieg eigentlich hin? Wo will der Westen im Krieg hin? Wo wollen die USA? Wo will Europa? Wo will Deutschland hin? Ja, mit den berühmten unterschiedlichen Interpretationen. Für mich ist ein großer Unterschied, wenn Olaf Scholz zum Beispiel sagt, Putin darf nicht gewinnen. Oder wenn Annalena Baerbock sagt, die Ukraine muss siegen, ja, das ist das Letzte halte ich für völlig nicht nur jenseits von ausgeschlossen, sondern darin liegt für mich auch die Gefahr einer nuklearen Eskalation, die man möglicherweise in Kauf nimmt. Und darin liegt auch meines Erachtens, dass man nicht zu Ende gedacht hat, wo man eigentlich hin will. Und da komme ich zu dem Punkt, ich sage, es müsste nachgedacht werden. Und das sehe ich weder bei den regierenden Parteien in der Opposition schon gar nicht, weil die FDP, die war mal in der Außenpolitik unter Leuten wie Scheel und Genscher ganz gut. Die sind völliger Ausfall in dem Bereich. Bei den Grünen habe ich das Gefühl oder ist für mich ganz schlimm, dass die sogenannte menschenrechtliche Außenpolitik, die dort vertreten wird, sich inzwischen zu einer janusköpfigen menschenrechtlichen Außenpolitik entwickelt hat. Denn das, was auf der einen Seite in der Ukraine groß als Verteidigung unserer Freiheiten dargestellt wird, das sieht man zum Beispiel im Umgang mit Assange und seinen Freiheitsrechten. Da macht man nicht mal den Mund auf, ja. Dann fährt Robert Habeck, ich kann seine Not ja verstehen und er hat das ja auch entsprechend dargestellt. Gut, der Diener war ein bisschen zu tief, aber der fährt dann zu den größten Menschenrechtsverletzern, die mir im Moment eigentlich bekannt sind, nämlich den Saudis und den Kataris, die unter anderem, die letzteren weiß man, dass sie den IS finanziert haben und das ist also, was da abläuft sozusagen, also der Scheck einerseits des teuren Fracking-Gases und gleichzeitig noch, wir reden über ein, wie heißt das, Lieferkettengesetz im Bereich der Wirtschaft und da möchte ich mal gucken, da guckt euch mal die Lieferkette an, ja, was da an Blut dran klebt. Also diese Art von Menschenrechtspolitik, wie sie ganz speziell von meinen alten Parteifreunden Ralf Füchs und Marie-Louise Beck in die Dings gebracht worden ist, muss ich sagen, das ist so das Verlogenste und Aggressivste, was mir in den letzten 20 Jahren vorgekommen ist. Was kann man tun? Ja, man kann das tun, was hier heute gemacht wird. Wir müssen miteinander reden, wir müssen zusammen nachdenken. Wir, dieses kleine radikaldemokratische Netzwerk machen zum Beispiel, und da sind wir drüber wieder gekommen, wir sind alte Bekannte, Peter Wahl und ich aber aus der Bewegung, aber wir haben nächste Woche in Berlin eine Veranstaltung, wo ich Mühe hatte, offen gesagt, Menschen zusammenzubringen, die zum einen über Pazifismus, wie das heute auch geschieht, zu diskutieren über die Fragen, ob das denn alles völlig so abwegig ist. Ja, natürlich, ich finde das bewundernswert, dass sich einige Menschen auch vor Panzer gestellt haben in der Ukraine. Das sind sicher Einzelfälle gewesen und das kann man nicht, das ist natürlich keine Antikriegsstrategie, keine aktive. Aber das von der sozusagen öffentlichen Bühne wegzuwischen, wie das mal Heiner Geißler vor vielen Jahren gemacht hat, der sich dazu verstiegen hat, dass die Pazifisten am Holocaust schuld gewesen wären, ja. Das, denke ich, solchen Dingen muss man wehren und da muss man von unten, von der Bewegung, von Menschen aus in Organisationen, und wir versuchen einen kleinen Beitrag dazu leisten, darüber zu diskutieren, dass es noch andere Positionen gibt. Und zu den anderen Positionen gehört meines Erachtens, das ist mein letzter Punkt, ganz wichtig, wir müssen anfangen, ein Europa nach dem Krieg zu denken. Und zwar ein Europa mit Russland. Dieses Land wird, egal wer da regiert, und ich gehe davon mit 96-prozentiger Sicherheit davon aus, dass es leider Putin sein wird. Wir müssen weiter mit denen leben und wir müssen eine europäische, gesamteuropäische Friedensordnung ersinnen und verhandeln. Und legt mich bitte nicht fest auf die einzelnen Schritte, die kann ich heute gar nicht sagen, ja, weil das Verfahren ist vertrackt, aber wir müssen dazu kommen, dass eine Ordnung gedacht wird, in denen
alle ihre Interessen wiederfinden und was seit 2000 passiert ist. Ich will nicht anfangen mit der NATO und dem Zeug, das ist alles abgenudelt, das ist geschehen, das drehen wir auch nicht mehr zurück. Aber es ist vom Westen her ein Europa ohne Russland gedacht worden. Und das, was heute dort stattfindet, ist bei aller Verurteilung, bei aller Verletzung von Rechten, bei aller Verurteilung des Krieges, für mich ist es ein Ergebnis einer gescheiterten westlichen Politik. Und ich sage gleichzeitig, was nicht gescheitert ist, ist die alte, der alte Grundgedanke, den ich wirklich sagen muss, den Willy Brandt und Walter Scheel damals erdacht haben. Die haben gesagt, wir denken Außenpolitik mit Wirtschaftspolitik zusammen. Wir schaffen so viel materielle Abhängigkeiten voneinander, dass sie gar nicht mehr aufeinander zu losgehen können. Das ist so, ist es bisher meines Erachtens sogar gelungen. Die Tatsache, bei allem Streit über irgendwelche Pipelines, dass da immer noch Gas fließt, die Tatsache, dass dort Abhängigkeiten bestehen, die bewahrt uns davor, dass im Moment eine totale Eskalation dieses Krieges stattfindet. Und ich warne davor, ich bin absolut dafür, da ist die grüne Seele bei mir, dass ich sage, Umstieg auf alternative Energien so schnell wie möglich, das hat auch was mit dem Weltklima zu tun, das ist ja das Wichtigste eigentlich, das bringt uns sonst um, ja. Aber ich warne davor, in isolationistische Fantasien zurückzufallen und zu glauben, wir können uns abschotten. Und da fällt für mich, da sage ich jetzt aber nichts mehr drüber, auch diese Nummer USA entdeckt jetzt plötzlich die besondere Konkurrenz zu China, nachdem sie die 40 Jahre lang zu ihrer Werkbank gemacht haben. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank, Roland. Ja. Auch darf und eine kleine Ergänzung anfügen darf wegen Willy Brandt. Es gibt eine hochinteressante Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung, also der SPD-nahen Stiftung von vergangener Woche, mit der Frage, ob der deutsche Pazifismus, muss man jetzt nicht toll finden, aber ihr wisst, was damit gemeint ist, also eine gewisse Friedensorientierung der deutschen Bevölkerung, ob der passé ist oder nicht. Und in dieser Umfrage, einer repräsentativen Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung, sind 62% der Deutschen nach wie vor der Meinung, dass das eine richtige Politik war. Es gibt hier also offenbar einen gewissen Unterschied zwischen der veröffentlichten Meinung und der tatsächlichen Meinung in der Bevölkerung. Aber das zur langsamer reden, ja. Entschuldigung, ich bin auch klar, habe ich jetzt Deutsch geredet? Ja. Oh, I'm very sorry. This was not by intent. Entschuldigung, das war gar keine Absicht. Ich wollte gar nicht auf Deutsch sprechen. Ja. Wir sollten alle langsamer sprechen für die ÜbersetzerInnen. Also nach diesen Statements wird es eine zweite Runde geben. Und wir werden diese zweite Runde durchführen, bevor wir die Runde öffnen für Fragen ihrerseits. Und jetzt bitte ich die Sprecherinnen und Sprecher, auf der einen Seite sich kürzer zu fassen und aber auch langsamer zu sprechen. Ich hoffe, das ist möglich. Ich möchte nun eine Frage an Sarah stellen, die für mich wahnsinnig interessant ist, um auch die nukleare Perspektive mit reinzubringen. Wir beobachten wahnsinnige Veränderungen technologischer Natur im militärischen Sektor. Roboter werden eingesetzt, die Menschen tatsächlich töten, Miniaturwaffen, verkleinerte nukleare Waffen. Gibt es da nicht die Gefahr, dass das nukleare Gleichgewicht, das bekannte sogenannte Gleichgewicht des Schreckens beeinflusst? Und bitte langsam und nicht so lang. Okay. Also zur Frage. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass es gibt dem auch
Cyberattacken, die jeden Tag passieren. Und wir sehen, dass Staaten den Weltraum militärisch erobern. Aber in den Köpfen der Politiker sehen wir den Wandel, dass die heutigen Schlachtfelder nicht mehr definiert sind durch zwei Parteien, die dort einfach miteinander kämpfen. Die Struktur, digitale Infrastruktur mit Drohnen, die Menschen auf eine große Entfernung hin töten können, vergleichbar fast mit einem Computerspiel. Und die Wissenschaft trägt bei zu dieser Gefahr und unter anderem dort die künstliche Intelligenz, die Menschen rausnehmen aus dem Entscheidungsprozess und vielleicht sogar in dem Bereich der nuklearen militärischen Aktionen. Die Militarisierung des Weltraums, unter anderem Großbritannien hat einen Weltraumstaffel eingesetzt, die den Weltraum militarisieren. Und kaum jemand bekommt das mit. Konflikte zwischen Staaten sind nun Teil komplexer Situationen und mit vielen gefährlichen Aspekten, die kaum beobachtet werden von den Parlamenten oder Thinktanks oder der Bevölkerung. Und ich glaube, wir sind dort ein wenig hinterher, hinter den Realitäten des Militärs. In meinem ersten Beitrag habe ich gesagt, dass diese Waffen, die auf der einen Seite militärisch weniger stark sind, können die Situation viel gefährlicher machen. Menschen sprechen auf einmal davon, dass Nuklearwaffen auch eingesetzt werden könnten. Wieso? Weil die weniger Menschen töten, aber die Strahlungen werden weiter verbreitet. Aber zurück zur Frage. Und um das ein bisschen zusammenzufassen, was mich wirklich nach wie vor beeindruckt an dieser Technologisierung, hat sich wirklich etwas fundamental verändert auf Ebene der politischen Beziehung. Der Trend geht anscheinend zu präziseren Waffen, sodass man nicht die Zivilbevölkerung attackiert. Und dann wir sehen, dass es jetzt präzisere Waffen gibt, die Atomwaffen als solche eigentlich überflüssig machen, denn Atomwaffen treffen alle. Wenn wir jetzt auf die Ukraine schauen, dann ist das in meinen Augen ein brutaler Krieg, der direkt zwischen den Menschen ausgefochten wird, mit Schützengräben, mit Menschen, die sich gegenseitig umbringen, mit Häusern, die zerstört werden und Zivilisten, die sich auf der Flucht befinden. Wir hatten gehofft, dass uns detailliertere Waffen einen anderen Krieg bescheren würden. Aber ist das passiert oder haben wir hier nur einfach neue Probleme? Nukleare Waffen führen zu neuen Bedrohungen und zu einer neuen Art und Weise, wie wir gegeneinander kämpfen. Aber am Ende des Tages haben wir hier die gleiche Situation, wie wir sie 1945 auch hatten. Als nukleare Waffen die ultimative Abschreckung waren, das, was als Damoklesschwert über uns hing. Die Zerstörung, die auf einem ganz neuen Level wäre, die komplette Menschheit treffen würde. Und was passiert jetzt politisch überhaupt, um dagegen vorzugehen? Vielleicht verstricken wir uns zu sehr in die Technologien, die jetzt hinter dem Krieg stehen. Aber egal, wie wir den Krieg kämpfen, es bedeutet immer noch, dass wir Menschen umbringen, dass der Krieg Menschen umbringt. Und das müssen wir aufhören, das müssen wir stoppen. Wir müssen uns für Menschen einsetzen und für den Planeten. Und das ist das, woran wir uns festhalten müssen. Danke. Thank you, Sarah, and also
Danke, Sarah, und danke, dass du dich so kurz gefasst hast. Wir haben noch viel zu tun, denn es gibt neue Herausforderungen. Und es gibt auch immer Dinge, die wir nicht mögen. Wir mögen keine Waffen, wir mögen keine Kriege, aber wir müssen sie trotzdem irgendwie verstehen, wie sie funktionieren. Und wir haben die Aufgabe, uns in der Zukunft auch eben damit zu befassen. Jetzt kommen wir zu Yuri. Du kannst uns hören. Ich habe in deinem ersten Statement gehört, dass du ziemlich pessimistisch bist. Auch wenn du auf die Stimmung und die verschiedenen Haltungen in der ukrainischen Gesellschaft schaust. Deswegen möchte ich dich etwas fragen. Wir hatten in Deutschland eine ähnliche Situation, wenn es um Frankreich ging. Über 200 Jahre lang gab es eine direkte Feindschaft zwischen Frankreich und Deutschland. Frankreich war der Feind seit Napoleon. Und das ging bis 1945 so. Beide Länder hatten schreckliche Vorstellungen voneinander. So wie es in Russland und der Ukraine auch ist. Aber heute gibt es viele Menschen, vor allem die nach dem Weltkrieg geboren wurden, die kennen diese furchtbaren Zeiten nicht, diese Einstellung. Meine Frage ist jetzt also, siehst du da eine Perspektive? Meinst du, es gibt die Möglichkeit, dass die Ukraine und Russland irgendwann so zueinander stehen könnten, wie Frankreich und Deutschland heute zueinander stehen? Und siehst du einen Weg, den wir da einschlagen könnten, oder zumindest einen ersten Schritt, einen Lösungsansatz, um diesen tiefen Hass zu beenden? Und bitte fass dich kurz und sprich langsam. Ja, also, gib mir bitte 10 Minuten, um zu antworten. Wir haben jetzt eine Zeit, wir hoffen, dass sich die Ukrainer und Russen in der Zukunft einfach nur als Abkommen der großen europäischen Familie verstehen. Egal, woher sie kommen, wir hoffen, dass sie alle vereint werden. Dass alle Menschen ohne Gewalt miteinander zurechtkommen. Die Vorstellung, dass eine Regierung über alle herrscht, so gewalttätig wie sie möchte, das ist eine Idee des Mittelalters, die sollte so nicht mehr weiter existieren. Divide and rule, das ist etwas, was lange schon geschehen ist und aber immer nur neue Feinde geschaffen hat. Das ist eine Technik, eine Strategie, die so nicht mehr passieren sollte. Und jetzt sprechen wir viel darüber, dass es unmöglich ist, Friedensverhandlungen zu führen. Wenn wir schauen, wenn wir in den Westen hören und plötzlich fast magisch erscheinende Geschichten hören, wie der Krieg einfach aufhören könnte, dann sollten wir uns jetzt einfach erstmal fragen, wer davon profitiert, dass wir immer militärischer werden. Wir müssen auf unsere Sinne hören, vernünftig denken. Militärische Anführer in Russland und in der Ukraine haben sehr effektive Propaganda betrieben und so das Feindbild immer weiter ausgebaut. Und sie versuchen, einen Krieg zu führen und hinterher einen absoluten Sieg zu erlangen. Diese Propaganda, diese Formulierung sollten sich ändern. Wir möchten Frieden. Und jetzt sollte es darum gehen, Krieg zu verhindern und hinterher darüber zu sprechen, wer für was verantwortlich war. Eine derartige Bewegung könnte die ganze Lage ändern. Wenn wir jetzt über die Wahrheit sprechen würden, wenn wir Menschen weiterbilden würden, wenn wir einen Frieden zwischen Osten und Westen schaffen könnten und eben auch einen Frieden zwischen Ukraine und Russland. Beispiele dieser Arbeit sind zum Beispiel diplomatische Versuche mit Guterres und ersten Verhandlungen. Es gibt Wissenschaftler und Akademiker und akademische, geistliche, die versuchen, erste Verhandlungen zu starten und die sich auf Menschenrechte fokussieren. Amnesty International, die auch versuchen, in diesem Bereich weiterzukommen. Es gab Experten, die im Krisen- und Konfliktmanagement schon erste Abkommen vorgeschlagen haben. Das Netzwerk der Vereinten Nationen hat ein Netzwerk, um Lösungen vorzuschlagen. Es gibt Strukturen, die sich aber jetzt erstmal damit befassen,
zu schauen, welche Verbrechen auf beiden Seiten dieses Krieges geschehen. Es gibt Zivilorganisationen wie zum Beispiel Amnesty International und die UN, die sich diese Kriegsverbrechen anschauen. Jetzt geht es gerade nicht um die, die Verbrechen begehen und Opfer. Es geht jetzt erst einmal darum, dass jeder Krieg einfach gegen die Menschenrechte geht. Dass beide Seiten es im Moment nicht schaffen, das internationale Gesetz einzuhalten. Die UN-Charta lässt einen solchen Krieg nicht zu. Mit der populistischen Regierung in der Ukraine oder auch in Russland ist die Lage eigentlich gleich. Die wirklichen Opfer dieses Krieges sind die Zivilisten auf beiden Seiten. In beiden Ländern leiden die Menschen unter dem Krieg. Sie verlieren ihre Zukunft, sie verlieren ihr Recht auf die Demokratie. Und dann gibt es aber noch diese nukleare Bedrohung und wir sehen auf beiden Seiten ein rücksichtsloses Verhalten. Die ukrainische Armee sucht sich Ziele auf und hat einen Angriff gestartet mit Drohnen. Und dann gibt es in der russischen Armee die sich in der Energieanlage verschanzt hatten und versucht hatten, sich wieder herauszukämpfen. Es gibt alle möglichen Handlungen, die im Moment passieren, die so nicht stattfinden sollten. Aber überall in diesen Situationen geht es darum, dass sich der Krieg mit der Zivilbevölkerung mischt. Und viele Experten, die jetzt über nukleare Strategien sprechen, sagen, dass diese Waffen jetzt als Zufall fast schon aktiviert werden könnten. Und dass dadurch eine unglaubliche Zerstörung entstehen könnte. Es gibt einen Bekannten von mir, der immer direkt von den Armeen hört. Und er hat die Bewohner verschiedener Städte gebeten, mit ihm zu sprechen. Aber das Militär erlaubt ihm nicht, direkt mit der Armee und den umliegenden Zivilisten zu sprechen. Wir müssen die Dinge bei ihrem Namen nennen. Es gibt jetzt die Verpflichtung, in der Ukraine zu dienen, in der Armee zu dienen. Denn beide Seiten weigern sich, diesen Krieg aufzuhören. Beide möchten weiter auf die anderen schießen. Es gibt Pläne, die öffentlich diskutiert werden, wo es darum geht, wie dieser Krieg noch für Jahre weitergeführt werden kann. Denn was viele noch nicht verstehen, ist, dass es Parteien gibt hier, die einfach nur mehr Macht bekommen wollen und die es nicht interessiert, wie viele Zivilisten dabei ihr Leben lassen. Diese Anreize sind etwas, was wir hier entfernen sollten. Menschen, die jetzt immer noch hoffen, dass sie etwas gewinnen können. Dass wir hier auch wirtschaftliche Interessen haben, ist etwas, was gestoppt werden muss. Dass wir jetzt die ersten Lieferungen hatten, die aus der Ukraine wieder in die Welt kamen, haben nur wieder gezeigt, dass wirtschaftliche Anreize Veränderungen in diesem Krieg bewirken können. Und das ist ein Beispiel, das wir uns zu Herzen nehmen sollten, wie auch erste Abkommen zu Gesprächen. Wir sollten sehen, dass wir internationale Organisationen brauchen, um diesen rücksichtslosen großen Mächten widerstehen zu können, die den Krieg vorantreiben wollen. Denn ein Frieden ist sicherlich in der Absicht aller Menschen, die auf Erden leben. Im Westen und in Deutschland denken oft viele, dass alles sich ändern würde, wenn in Russland eine andere Regierung wäre. Und in Russland denken viele, dass der Krieg aufhören würde, wenn es in der Ukraine eine andere Regierung gäbe. Alle glauben also, dass es irgendwo anders eine Veränderung braucht. Und ich glaube aber, dass es eine Bewegung braucht, die jetzt auch Wechsel und Veränderungen hervorrufen kann. Wir müssen den Krieg stoppen und Frieden bauen. Denn Frieden ist ein Recht, was wir verteidigen müssen. Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist etwas, das jetzt auch wirtschaftlich von manchen betrieben wird.
Wir müssen aber in die Bildung investieren, die den Frieden voranbringen kann. Menschenrechte, die vom Krieg verletzt werden, sind etwas, das lange Folgen hat für die Wirtschaft und für die Gesellschaft. Wir brauchen fast schon eine neue Welt. Wir brauchen mehr Bildung, mehr Verständnis. Wir brauchen friedliche Beziehungen mit Kommunikation, mit Verständnis zwischen allen Völkern, nicht nur Russland und der Ukraine, sondern überall im Osten und im Westen. Wir müssen die militärische Vorherrschaft abschaffen. Wir brauchen kulturelle Autonomie, die aber miteinander verbunden ist. Und wir brauchen vereinte, nicht gewalttätige, nicht kriegssuchende Regierungen. Wenn wir den gesamten Markt zusammenbringen, wenn es keine Sanktionen mehr gibt. Es gibt viele talentierte Organisateure, die auf dem Weltmarkt unterwegs sind. Und sie möchten eine gewaltfreie Gesellschaft aufbauen. Es gibt viel Arbeit, die uns noch bevorsteht. Natürlich. Wir müssen schließlich etwas dafür tun, dass sich Dinge verändern können. Nach mehreren Jahren des Blutvergießens, vor allem zwischen Russland und der Ukraine, in diesem absolut sinnlosen Krieg, ist es schwer, jetzt da rauszukommen, mit all den Waffen, die weiter geliefert werden. Natürlich brauchen wir Veränderungen. Aber was wir schaffen, wenn wir so weitermachen, wäre ein Frieden auf dem Friedhof und nicht das Triumphieren von gutem Verstand. Wir leiden unter dem Krieg, wir leiden unter den Ausgaben für den Krieg. Wir brauchen soziale Gesellschaften. Die Führungskräfte sind Menschen, denen wir hier nicht vertrauen können. Wir brauchen andere Menschen in der Regierung. Die Wirtschaft muss verändert werden. Wir brauchen eine gewaltfreie Regierung und müssen den Krieg abschaffen. Und je schneller und je früher wir anfangen zu reden, desto besser. Alle Menschen der Welt sollten sich dafür einsetzen, dass der Krieg sofort aufhört. So wie es in den 1990ern passiert ist, als Millionen Menschen dafür protestiert haben, dass der Krieg beendet wird. Wir sollten alle wie eine große Familie sein. Thank you very much. Yuri, thank you. Stay connected. Yuri, danke. Bleib in der Verbindung drin und vielleicht bekommen wir noch Fragen vom Publikum für dich. Bleib bitte drin. Wir haben jetzt Zeitprobleme. Ich würde darum bitten, euch nochmal auf etwas zu konzentrieren, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist, aber bitte haltet euch kurz. Es geht um die Rolle von Moral, wenn es um Krieg geht. Dem Gesetz, das ich am Anfang, in dem Artikel, den ich am Anfang erwähnt habe, von unserem Parteifreund, Frau Baerbock, wurde geschrieben, dass sie zu moralistisch sei. Was bedeutet das und was könnte eine Alternative sein, wenn du das kritisch siehst? Statement genügend dazu gesagt. Außenpolitik muss sich um Interessenausgleich kümmern und die objektiven und subjektiven Interessen in den Blick nehmen und versuchen auszugleichen. Und da kann man nicht mit der Moralkeule kommen. Das ist für der völlig falsche Weg und er ist meines Erachtens eine Sackgasse. Ich plädiere deswegen für eine super realpolitische Außenpolitik, die erstens anerkennt, dass es auch nach dem Krieg, wie immer der jetzt ausgeht und hoffentlich bald zu Ende sein wird, Russland in Europa als europäischen Partner weiterhin geben wird und muss, dass es weiterhin danach auch ökonomische Zusammenarbeit geben muss, die
zum Beispiel die Probleme in einer neuen, möglicherweise langfristigen Friedenskonferenz bespricht, die sich mit Moldawien, Georgien und der Ukraine befassen. Möglicherweise die Ukraine, das kann man niemandem vorschreiben, aber die als entmilitarisierte Zone. Darum vielleicht auch. Wir müssen reden über die Frage, vielleicht gibt es zum Übergang um nicht Frieden, aber Waffenstillstand herzustellen, für eine begrenzte Zeit einen neuen eisernen Vorhang in Europa. Das will ich gar nicht ausschließen, aber es muss geredet werden. Und es müssen beide Institutionen, die deutsche Bundesregierung und die EU, darauf hinarbeiten, dass das bald geschieht. Denn ich sage nur eins, überlegt euch, liebe Leute, mal, wenn Trump in 2 Jahren an die Macht kommt, dann könnt ihr mit euren ganzen Waffenlieferungen und mit eurer bisherigen Strategie möglicherweise einpacken, oder es wird an ganz anderer Stelle ganz anders brennen auf diesem Planeten, insbesondere im Bereich der ökologischen Zerstörung desselben. Und deswegen gibt es keine Alternative zum Handeln und zum Nachdenken. Aber bitteschön nicht anfangen, über verzögerte Waffenlieferungen und Ähnliches zu reden. Das ist derartiger Kokolores. Ich selbst habe in einem Projekt versucht, medizinische Instrumente aus den arabischen Staaten in die Ukraine zu organisieren. Das ist mit so viel bürokratischen und auch vom Zoll über die Genehmigungen bis sonst irgendwas hat das zu tun. Der reine Transport ist überhaupt kein Problem, aber da wird einem klar, was dahinter steckt. Und ich sag mal, viele Journalistinnen und Journalisten in Berlin, die sich gerne selber in den Panzer setzen, so hatte ich in den letzten Monaten manchmal den Eindruck, die sollten sich mal mit der Sache da kompetent befassen, dann werden die es sehen. Und ich warne noch ein letztes davor, wir sollten als Deutsche und Europäer anfangen, bescheidener zu denken. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie die G7-Staaten, ich habe mir das nur körpersprachlich angeguckt, was da abgelaufen ist, das war sowas von dominant und zum Teil für mich ekelhaft, wie der Biden da irgendwelche Indonesier oder so tätschelt oder sowas. Das sind mafiose Gesten, sagt man in der Körpersprachenanalyse. Es gibt eine Vereinigung, die heißt BRICS-Staaten. Das ist Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und die beginnen als aufstrebende Staaten der G7 im Moment das Wasser abzulaufen. Und das sollte bitteschön die USA und sollte die G7 mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn sie das nicht zur Kenntnis nehmen, dann werden sie noch auf diesem Planeten ihr blaues Wunder erleben. Also ich rate zur Bescheidenheit und ich rate dazu, das Interview, was die südafrikanische Außenministerin, das findet man noch in der Mediathek, zum G7-Gipfel gegeben hat, sich das mal anzugucken. Da kann man eine ganze Menge lernen. Dankeschön. Ja. Thank you very much. It's now 3:30. Danke, wir haben jetzt schon 15:30 und unser Publikum hatte bisher noch nicht die Möglichkeit mitzudiskutieren. Tarja, bist du noch in der Leitung? Verzeihst du mir, wenn ich jetzt dir nicht das Mikro gebe, sondern wäre das okay für dich? Weil wir haben einfach keine Zeit mehr. Okay. Ich könnte die 2 Minuten jetzt brauchen. Wäre das okay, weil ich muss auch gleich gehen. Okay, dann machen wir es so. Eine letzte Nachricht. Ja. Ich denke, ich habe zugehört und ich habe mir gedacht, ich stimme dem Fakt zu, dass die Menschen jetzt Frieden brauchen. Und selbst in Finnland war die Demokratie das erste Opfer des ukrainischen Krieges. Und ich würde aber gerne mit einer optimistischen Idee enden. Erstens, die Rückkehr der atomaren Bedrohung hat gezeigt, dass es in Zeiten von nuklearer Bedrohung zu guten Verträgen kommt.
Viele Verträge wurden abgeschlossen in Zeiten von Bedrohung. Und deswegen ist es jetzt an uns, mit diesen Verträgen zu arbeiten und zu verstehen, dass jetzt die Zeit ist, wo wir Dinge verändern müssen, wo wir den Nichtverbreitungsvertrag verändern müssen. Es ist absurd, dass wir einen Monat lang dieses Treffen hatten und nichts ist dabei rausgekommen. Nicht einmal eine Ächtung der von Russland. Ich würde auch noch gerne einen anderen Vertrag aufbringen, der bisher noch nicht aufgekommen ist, nämlich der Vertrag zur Prohibition nuklearer Waffen. Das ist tatsächlich ein UN-Vertrag, der 2017 von der UN approbiert wurde und seitdem in Kraft getreten ist und jetzt Teil des internationalen Rechts ist. Also ein bisschen über 80 Staaten haben unterschrieben und ein bisschen weniger haben auch den Vertrag ratifiziert. Und mein Punkt ist, dass dieser Vertrag jetzt viel Unterstützung in unseren Ländern braucht, damit unsere Länder auch diesen Vertrag unterschreiben. Es gibt nicht mehr die Zeit, da wirklich im Detail drüber zu sprechen, aber ich möchte einfach was über europäische Sicherheitsablenkungsmanöver sagen. Was ist die Rolle der NATO und wie können wir neue Strukturen erreichen? Ich habe mit einer US-Organisation zusammengearbeitet und meine Kontakte hinter der russischen Grenze haben seit 60 Jahren entwickeln. Und die Person von Carnegie hat uns gesagt, ihr müsst mit euren russischen Kontakten in Kontakt bleiben, weil es wird keine neuen geben. Wegen den Sanktionen, wegen der Eskalation. Das sind Konsequenzen, die diese Dinge mit sich bringen. Und an diesem Punkt müssen wir anfangen, Diskussionen mit Russland zu haben. Es ist wirklich wichtig, zu wissen, was in Russland passiert, wie die Russen denken und wie wir eine neue Sicherheitsstruktur für Europa finden können, die alle europäischen Länder beinhaltet. Danke und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Danke, Daria. Du hast den Applaus gehört. Es gibt ungefähr 200 Menschen hier in diesem Saal. Danke, dass ihr bei uns wart. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg, trotz der schwierigen Situation. Und hab eine gute Zeit. Jetzt öffnen wir die Diskussion für das Publikum. Leider müssen wir bald und sehr pünktlich unsere Versammlung beenden, denn der Bus für die Aktivistis wird um 4 Uhr abfahren. Es gibt Mikrofone vorne an beiden Seiten des Raums. Bitte kommt nach vorne, wenn ihr was sagen möchtet. Ja, ein Massenansturm. Not all at once. Surprised. Nobody wants, so maybe. Vielleicht jemand vom Panel? Fragen? Kommentare? Ah, da ist jemand. Sehr schön. Können die anderen mich verstehen, wenn ich in Deutsch spreche? Also vielen Dank für eure Ausführungen. Ich bin sehr bei euch und befinde mich auch oft in Diskussionen darum, wie man ohne Waffen Frieden schaffen kann, was ja seit ein paar Monaten eine ziemliche Herausforderung ist. Und ich finde, oder
Oft habe ich das Gefühl, ist es dann am Ende sehr unbefriedigend, die Antworten, die man gibt. Also Völkerverständigung, Beziehungen, Kooperationen, Wirtschaftssanktionen eben aufzulösen und auch hier Kooperationen herzustellen. Und vielleicht könnt ihr an der einen oder anderen Stelle nochmal genauer darauf eingehen, auf das ein oder andere Argument, was man in so einer Diskussion nochmal stärker machen kann. Also wie ist die konkretere Vision noch von Frieden schaffen ohne Waffen? Also was bedeutet das zum Beispiel in Deutschland ganz konkret mit Abrüstung? Also wie kann Abrüstung hier in Deutschland oder den Atomwaffensperrvertrag mit voranzubringen und Deutschland zu zwingen, diesen zu unterschreiben? Also wie können diese Maßnahmen die Vision entfalten, aus Zivilgesellschaften heraus Frieden zu schaffen? Ja, thank you very much. Dank. Jetzt auf der rechten Seite. Und ich wollte fragen, ob man nicht doch überlegen sollte, was eigentlich die faire Position ist jetzt im Ukraine-Russland-Krieg, welche Ansprüche jetzt fair sind von Russland oder welche zum Beispiel auch für ihren nachhaltigen Bedarf wichtig sind, zum Beispiel ein Militärhafen, der einzige eisfreie, und eine Landbrücke dahin, dass die nicht gleich zerschossen werden kann, wenn mal wieder in Europa alles, in Westeuropa alles zusammenbricht, weil wir uns gegenseitig, und dass man sich halt da überlegt, was eine faire Lösung ist und sich dafür einsetzt und halt bei Waffenlieferungen dazu sagt, nur dafür. Ich bin also schon für Waffenlieferungen bis zum bestimmten Punkt, aber dass man auch Russland zubilligt, dass die ihren Militärhafen behalten können und auch eine Landbrücke und ansonsten die Bevölkerung vor Ort entscheiden muss. Ja, bitte. Ich spreche auch Deutsch. Birgit Kerres aus Aachen. Ich wollte nach der Rolle der Klimabewegung fragen, die doch vor kurzem so stark war. Denn es ist doch klar, wenn es jetzt keine internationale Kooperation mehr gibt, sondern einen kalten Krieg, dass wir dann die Ziele der Klimabewegung vergessen können. Und wenn dann das Grönlandeis erstmal schmilzt oder der Golfstrom stoppt, das hat Auswirkungen für tausend von Generationen, wenn es weder Russland noch eine Ukraine noch ein Deutschland gibt. Warum sind die Leute so kurzsichtig? Ja, Excuse me for speaking German, my English is too bad. Ich kann direkt an meine Vorrednerin anknüpfen mit einem Statement, eigentlich keine Frage. Wenn wir uns noch eine ganz geringe Chance bewahren wollen, unsere ökologische Krise irgendwie zu bewältigen, dann müssen wir gleichzeitig aus jeder militärischen Logik aussteigen. Wir sind in einer Situation, in der es zu Pazifismus keine Alternative gibt. Ich möchte daran erinnern, und Roland, wir kennen uns ja auch noch von den Grünen, wir haben mal das Konzept der sozialen Verteidigung als Alternative diskutiert. Wo, bitteschön, wird das heute in dieser Situation noch mal thematisiert? Danke, wir nehmen noch die zwei hier auf der Seite und dann Thank you. Two more on this. The panel on the podium answer the question. Bitte schön. Ja, Rolf Beierling aus Köln, Attac. Mich treibt in der Eskalations-, also Enteskalierung immer die Frage auf, nämlich der Verhandlungsgegenstand, du hast es genannt auch, ein bisschen entmilitarisierte Zone Ukraine oder eben neutraler Staat wie die Schweiz und so weiter, mit Sicherheitsgarantien von beiden Groß-, oder von allen Großmächten sozusagen, damit das garantiert ist, weil es für mich ein Lösungsweg ist, um weitere Vernichtung aufzuhalten. Also ich glaube, dass mit solchen Lösungen, um auch die Gegenseite zu beachten, Gesichtswahrung irgendwie auf beiden Seiten. Aber welche Rolle seht ihr da mit der USA, mit Biden? So wie ich mitbekommen habe, hat Biden auch selbst den Ministerpräsidenten der Ukraine da zurück in seinen Käfig gedrängt, nach dem Motto, das ist nicht Thema. Also wie habt ihr das so aufgenommen? Könnt ihr das noch mal reflektieren? Die Rolle der USA in der Frage der Neutralität der Ukraine und so. Und der Georgien auch. Friederike. Die Frage richtet sich vor allem an Tabea in New York. Aber die ist weg. Die ist ah, schade. Schon weg. Okay, trotzdem stelle ich es jetzt mal. Ich fand es äußerst bedauerlich, dass im Zuge dieses Krieges
Schweden und Finnland NATO-Mitglieder werden. Und mich hätte es eben interessiert, hat man da jetzt die Gunst der Stunde genutzt und endlich Grund gefunden, einzutreten und den Widerstand der Bevölkerung sozusagen, den vermute ich, den gab es oder gibt es, zu übertölpeln. Und ja, die Frage, gibt es da in den beiden Ländern Bewegungen gegen diese Mitgliedschaft? Vielleicht wisst ihr darüber was. Okay, ich frage jetzt im Panel, sorry, Sarah, what kind of question would you take? We give take. Okay, danke für diese Frage und die Kommentare. Um auf die letzte Frage einzugehen, wo der Vertrag zum Verbot der Atomwaffen aufgebracht wurde, wie können wir Länder dazu bringen, den zu unterschreiben? Natürlich, dieser Vertrag wird von 120 Ländern auf der Welt unterstützt, aber es sieht immer noch unmöglich aus, oder sehr, sehr schwer zumindest, die Nuklearstaaten und die Nuklearteilhabestaaten zu bewegen, auch zu unterschreiben. Aber es gibt praktische Dinge, die wir tun können. In Großbritannien gibt es eine Kampagne, um lokale Autoritäten dazu zu bringen, diese Verträge zu unterstützen und so einen Druck von unten aufzubauen. Wir haben zum Beispiel schon Oxford, Norwich und viele, viele kleinere Landkreise. Wir arbeiten gerade in London. Paris unterstützt das. Und ich denke, viele, viele deutsche Städte unterstützen es auch. Und auch hier gibt es ähnliche Kampagnen. In Frankreich gibt es sie auch. Also wenn sie von oben nicht zuhören, können wir Dinge von unten machen in einem Graswurzelansatz, während wir immer noch diesen nationalen Druck aufrechterhalten. Und dann jemand hat auch über die Klimabewegung gesprochen. Und ich stimme komplett zu. Erstens, der Planet, die Zukunft des Planeten ist das Wichtigste und das Dringendste, um das wir uns gerade kümmern müssen. Aber gleichzeitig Intersektionalität ist notwendig. Kampagnen, die sich nicht gegenseitig unterstützen, sind nichts und gehen nirgendwo hin. Alles miteinander verbunden. Klimawandel und Atomwaffen spielen eine Rolle. Zum Beispiel Atomwaffen emittieren auch unglaublich viel CO2. Das hat einen Effekt auf das Klima. Und es gibt diese Verbindung und wir müssen diese Verbindung machen. Wir arbeiten zum Beispiel mit den Schulbestreikenden zusammen, mit Extinction Rebellion. Und es ist einfach wichtig, dass wir dieses gute Argument auch dafür aufbauen und uns gegenseitig stärken. Danke. Es gab noch eine Frage zu der Rolle von der USA, Roland. Und Juri, könntest du etwas über den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden sagen? Eine meiner Thesen ist, dass Finnland und Schweden aus Angst vor Putin sich selbst da reingetrieben haben in die NATO. Das mag relativ populistisch, aber auch meines Erachtens relativ konsequent gewesen sein. Also das ist etwas, womit, glaube ich, Wladimir Putin nicht gerechnet hat, dass das passiert. Und nun war das so. Was die Rolle der USA anbelangt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich mit der Kollegin aus Finnland völlig übereinstimme in der Frage, dass letztendlich zu einer schnellen Veränderung hin zu Verhandlungen die USA überzeugt werden müssen. Aber überzeugt werden bin ich unsicher, ob sie selbst sich davon überzeugen werden. Natürlich gibt es auch in den USA inzwischen breiten intellektuellen Widerstand gegen pauschale Kriegsbeteiligung und eine zu tiefe Kriegsbeteiligung und auch die Strategie mit China wird inzwischen hinterfragt. Gleichzeitig muss man aber, glaube ich, hier
Druck auf die Bundesregierung, auf die europäischen Institutionen ausüben. Und da sehe ich, wir brauchen eine neue Umwelt- und Friedensbewegung. Die haben sowieso immer stark zusammengehangen. Also die Demo, meine erste Anti-AKW-Demo, 200.000 in Bonn 1979, da waren dieselben Leute weitgehend wie zwei Jahre später, 81, gegen die Nachrüstung, ja. Also das muss einfach zusammengesehen werden und wir müssen ein breites Bündnis von Organisationen wieder schaffen und das wird sich, das sehe ich auch, dass sich das bildet. Und da kann man auch, ich sag mal, Übereinstimmungen in kleinen Fragen oder Differenzen in kleinen Fragen, irgendwo wird immer erzählt, die eine von den Fridays for Future sei für Atomkraft. Ich halte das für Pillepalle, weil das das muss man nicht diskutieren, das wird sich selbst erledigen. Man muss die großen Linien sehen und die großen Linien sind, wir müssen die Existenz der Menschheit auf diesem Planeten sichern und das schaffen wir nur, indem wir schnellstens die ökologische Katastrophe noch ein bisschen umbiegen, denn es ist verdammt schwer. Die 1,5% werden wir nicht mehr erreichen. Ja, das ist aber kein Grund aufzuhören, sondern das ist ein Grund, solchen Unsinn, wie der da in der Ukraine abläuft, schnellstens zu beenden. Das ist für uns alle eine existenzielle Frage. Sonst können wir den Laden hier schließen, beziehungsweise andere werden den für uns schließen. Und da sehe ich überhaupt keine Alternative dazu. Wer bei uns was macht, wurde gefragt. Ich sag mal, es gibt den Internationalen Versöhnungsbund, Clemens Ronnefeld in Süddeutschland, die sind entstanden aus diesen Raketenblockierern. Es gibt nach wie vor die Internationale Liga für Menschenrechte, die sind übrigens 1904 gegründet, Jungdemokraten gibt es seit 1919, also eine alte Friedensinitiative für Menschenrechte, die gibt's alle immer noch. Es gibt das Altfriedensbüro, Friedenskooperative in Bonn, es gibt die internationalen Ärzte gegen den Atomkrieg, die alle werden wir nächste Woche in Berlin auch zum Diskutieren zusammen haben. Ich kann nur sagen, guckt im Internet, organisiert euch, kriegt den Arsch hoch, die Politiker kriegen wir nur bewegt. Und das galt auch für mich, solange ich Fraktionsvorsitzender der Grünen in NRW war. Die bewegen sich nur, wenn sie Druck von außen kriegen. Ja, and one could add, was wir hier noch hinzufügen könnten, wäre noch der Friedensrat in Kassel und in Frankfurt die Zukunftswerkstatt für Frieden. Es gibt viele Organisationen hier. Es gibt auch eine Initiative, die gerade aufgebaut wird. Eine Initiative für Demos im Oktober. Wir sehen also den Prozess dieser Selbstorganisation an vielen verschiedenen Punkten der Gesellschaft. Ich bin mir sicher, dass wir hier in den nächsten Monaten auch noch einen gewissen Fortschritt sehen werden. Eine letzte Frage. Juri, kannst du noch in 2 Minuten etwas zu Finnland und Schweden sagen und uns etwas über deine Meinung dazu sagen? Ich werde nur ganz kurz was dazu sagen. Okay, 2 Minuten, mal gucken. Finnland und Schweden. Die NATO ist eigentlich eine Marketingabteilung für Waffen. Sie arbeiten auch irgendwie für die Industrie. Wir sehen, dass in wenigen Monaten Finnland und Schweden, wie die ganze Welt, sich wieder auf Wohltätigkeit organisieren werden und nicht mehr auf Krieg. Wir sehen hier eine neue Entwicklung. Es ist besser, einfach nur irgendwie zu handeln. Es ist eine falsche Idee, dass Gewalt uns wirklich weiterbringt. Wir müssen miteinander reden. Und in meiner Meinung sind Verhandlungen und Taten in dieser Richtung die effizienteste Art, etwas zu verändern. Ich möchte euch allen etwas erinnern. Die beste Moral ist, wenn wir uns einer einfachen Idee anhängen. Wir sollen nicht töten. Das ist mehr als nur Moral. Eine gute Lösung hier wäre es, diesen Konflikt irgendwie zu beenden. Nicht, indem wir Interessen der Ukraine oder Russlands vertreten. Es geht jetzt darum, dass die friedliebenden Menschen überall auf der Welt, in Russland, in der Ukraine und all diese
von den Lösungen profitieren sollten, dass sie etwas vom Frieden haben sollten. Wenn wir jetzt auch darüber sprechen, dass wir alle mitmachen müssen, dass wir uns in Bewegungen engagieren müssen, das ist eine sehr gute Idee. Wir brauchen eine Gemeinschaft, die Vereinigung verschiedener Bewegungen. Und wir können uns hier auch historische Verbindungen angucken. Es gibt viele Menschen, die sagen, dass Krieg gegen die Menschenrechte ist. All diese Menschen sollten sich zusammenschließen und sich dafür einsetzen, dass wir aufhören, sinnlose Kriege zu führen. Die USA wurden auch erwähnt. Auch dort gibt es viele Menschen, die sich für Frieden einsetzen. Es gibt Websites, wo ihr unglaublich viele Informationen findet, wie sich Menschen für Frieden einsetzen. Ich finde es, wenn man einfache Erklärungen möchte, dann sollte einfach klar sein, dass Krieg nie eine gute Idee ist. Vielleicht noch zur weltweiten Sicherheit. Auch dort gibt es viele Adressen im Internet, wo man Informationen zufindet. Was allerdings nicht vergehen wird, ist die Tatsache, dass Krieg nicht einfach aufhört. Wir brauchen eine gewaltfreie Art zu leben. Thank you very much, Yuri. Dankeschön, Yuri. Wir verabschieden jetzt Yuri in Kiew. Du kannst gerne noch verbunden bleiben, weil ich noch einmal den Raum für Fragen eröffnen werde und Sarah noch einmal kurz, Verzeihung, Fehler der Dolmetscherin, weil Sarah noch einmal einen Kommentar machen wird. Wir wünschen Ihnen alle das Beste für Ihre zukünftige Arbeit in der Ukraine. Und jetzt, Sarah, darfst du die Sitzung beenden. Okay, kein Druck. Ich versuche, einen ganz allgemeinen Kommentar abzugeben. Egal, wo ich hinschaue, ist es ganz offensichtlich, dass wir uns in einer Krisensituation befinden. Der Krieg in der Ukraine, über den wir gesprochen haben, aber es gibt so viele Konflikte überall auf der Welt. Wenn wir uns den Jemen anschauen, wenn wir uns den Bürgerkrieg in Syrien anschauen, es gibt überall Konflikte und Probleme. Finanzielles auch. Ich bin kein junger Mensch. Ich habe vor 16 Jahren meinen Abschluss gemacht und das Wirtschaftssystem hat sich immer noch nicht von dem Finanzcrash 2008 erholt. Jetzt sehen wir eine Krise in den Lebenshaltungskosten. Menschen können sich kein Zuhause leisten, Menschen können es sich nicht leisten, ihre Wohnung zu heizen, wenn es kalt wird. Und dann sehen wir noch die Riesenbedrohung, den Klimawandel. Dinge, die uns für die nächsten Jahrzehnte und noch darüber hinaus Probleme machen werden. Und inmitten all dieser Probleme sollten wir uns einfach etwas merken. Wir sollten immer auch noch zu allem anderen über nukleare Waffen nachdenken. Sie existieren, sie sind immer noch eine Gefahr für die Menschheit. Und ich möchte Sie und euch einfach bitten, in euren Organisationen, sind es Gewerkschaften, sind es Bildungsstätten, sind es politische Parteien, vergesst diese Waffen nicht. Sie sind in Deutschland, sie sind in Frankreich, sie sind im Vereinigten Königreich. Bitte befasst euch also auch mit dem Widerstand gegen diese furchtbare Vernichtungswaffen. Versucht diesen Punkt in eure Programme mit aufzunehmen. Danke, das war meine letzte Bitte. Ich habe diesem Punkt nichts hinzuzufügen, außer dass ich noch einmal den Technikern danken möchte, die diese ganze Veranstaltung wirklich sehr gut betreut haben und uns mit gutem Material versorgt haben. Und ich möchte den Dolmetschern danken. Vielen, vielen Dank. Ihr habt hart gearbeitet. Und dann möchte ich natürlich allen Teilnehmenden danken. Und ich wünsche euch einen interessanten weiteren Verlauf der Sommeruniversität. Wenn ihr am Montag zurückfahrt, dann hoffe ich, dass ihr Ideen zum Thema Frieden und Abrüstung mitnehmt. Dankeschön. Thanks to organizers for this amazing event. Und danke an die Organisatoren für eine wunderbare Veranstaltung.